Boah, Digga. Digga, ja, du mich auch, ne? Was machst du? Aloha und willkommen zurück zu Jedi Fallen Order, Leute. Wir sind hier auf Datomir wieder. Und jetzt geht es wieder zum Grab, wo ja vor zwei Folgen unser Lichtschwert zerstört wurde. Ich kann es wieder mit euch aufnehmen. Alter! Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir wieder dorthin kommen, ne? Nein. Was hast du, BD? Ich höre dich, BD. Schützlinge. Zeig mal. Okay. Wie komme ich? Ich weiß doch nicht mehr, wie ich dorthin komme. Nein, jetzt ohne Scheiß. Ich weiß doch nicht mehr, wie ich dorthin komme. Oh. Nice, nehme mit. Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Digga. Ich hasse die langsam, ne? Die gehen mir langsam so auf den Sack hier. Ah, meine Fresse. Boah. Schreck mich nochmal, Alter. Meine Fresse, Alter. Kann ich die auch essen? Ah, die ist. Aha, okay, lol. Ja, wartet ihr kurz. Darf ich kurz meditieren? Ihr könnt gleich. Okay, let's go. Weiter geht's. Ich bin froh, wenn wir nicht mehr hier hinkommen müssen. Nee, nach da bin ich ganz ehrlich. Wir sind gleich da. Ich habe das Gefühl, dass Malikos unser nächster Gegner wird, aber ich weiß nicht warum, ne? Weil ich trau dem sowas von nicht. Diese Drecksroboter! Lauf weg! Halte sie dem Auge! Ah, und jetzt du auch noch! Auf geht's! Ready für mich!
komm. Gute Technik, Jedi. Digga. Eieiei. Was gefunden, Kumpel? Kampftrieb der Hexkonflikt. Eieiei, okay, Leute. Sind wieder da. Diesmal gehen wir nirgends hin, Leute. Zwei Fähigkeitspunkte, endlich, komm, gib's mir. Gib's mir. Jo, geil, Alter. Oh. Nice, bin gespannt, ne? Was jetzt abgeht. Was? Nicht schon wieder, oder? Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen. Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Braca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Was? Nein, nicht schon wieder, oder? Mittelmaß. Alles, was du kannst, kommt von mir. Ja, ist mir klar. Ah, komm. Ist Kraft die Antwort? Nein. Meister. Ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Oh, halt. Ja, moin! Ihr seid auch stärker geworden, ne? Hab ich das Gefühl, ihr Drecksbrüder der Nacht. Komm. Oh, hier kann es hoch. Moment mal. Kurz schauen, was wir hier haben. Was machst du? Kerl? Keine Faxen da, ne? Oh, ein Echo, nice. Wir sollten nicht hier sein. Der Ort ist verflucht. Hab keine Angst. Wir haben einen Pakt. Du wolltest nicht deine Magie lehren. Taron Malikos. Suche nach der Macht. Malikos verlangte von Mary
ihn durch die Ruinen zu führen, aber sie hatte Angst, sie wusste, dass er nach Macht stirbte. Okay, ist der eigentlich ein Böse, ne? Ich wusste, dass man eigentlich trauen kann. Meine toten Schwestern. Dieser Mann hat uns Vergeltung versprochen, unter der Bedingung, dass ich ihn unsere Magie lehre. Verzeiht mir. Ich muss zu Malikos halten. Alter, krass. Hey, das ist krass, was hier abgeht. Moment. Die Story, die ist so geil. Du kehrst also zurück. Mutig. Aber nicht weise. Ja, vielleicht. Mary, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos und sprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Nein. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Zuerst. Oh, da ist noch ein Echo. Ja. Ah, ich wusste, dass es ein Bossfight gegen Malikos gibt. Scheiße. Nee, und der hat zwei Lichtschwerter. Mord an den eigenen Leuten. Für versprochene Macht. Ich habe das Gefühl, das wird nicht einfach gegen den, ne? Oh nee, Alter. Ich will das nicht. Cal Kestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Cal. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein?
Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Nein, deins. Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst. Du bist schnell, bemerkenswert. Oh, Digga. Digga, ja, du mich auch, ne? Was machst du? Völlig nutzlos. Schau mal, ob mich vielleicht mit einklingen oder. Du bist Herr Bern! Nein. Du kannst mich nicht stoppen! Niemand kann das! Na komm! Wie meinst du, bist zu stark? Boah! Was wird jetzt das? Kämpf mit mir! Boah, Scheiße! Ich hab's kaum gespürt! Alter! Ich bin zu schnell für dich! Du triffst mich nicht. Au, ab du, ne? Scheiße. Nur Feiglinge rennen weg. Alter. Ja. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. What the fuck? Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Nur Feiglinge rennen weg. Oh, das ist geil mit dem geteilten Shirt, ne? Ah, oh, fuck. Mach das doch mal. Ah, du willst das nochmal? Ja, aber dann warte, ich mach's gleich. Was? Scheiße. Es mangelt dir an. Mach's nochmal, warte. Was? Marin hilft uns. Warum hilft ihr uns plötzlich jetzt? Du bist schnell. Oh, Digga. Du wirst mich nicht besiegen. Das werden wir noch sehen. Was soll das? Wie ihr schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein.
Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen. Bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Gut, Leute. Das war heftig jetzt, ne? Eieiei, Leute. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Was? Okay. Dieser Ort ist grauenhaft. Ei. Boah, Digga, das sieht ja schon geil aus, Datomir, ne? Das wusste ich, dass das nichts Gutes ist mit dem, ne? Die Herrschaft des bösen Kujet. Die Redelhaft zeigt Kujet, der seine Feinde in seine Gruppe stoß. Leute, diese Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten, lasst ein Abo da und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein, ciao!